Entering Mutilated Corpses. So. In diesem Level müssen wir aufpassen. Denn da ist das Secret Level. Oder halt das Secret Exit. Und ja, deswegen müssen wir jetzt natürlich Augen und Ohren offen halten, denn ich möchte Secret Level auf jeden Fall mitnehmen. Wir haben 6 Secrets. 115 Gegner. Mal gucken, wie viel wir töten und wie viel wir finden. So. Achso, das macht nur das, okay. Ah, die kickt man sogar, die Waffe. Aua. Ey, ey, der hat wehgetan, ey. Okay, den habe ich erwischt. Okay, 2 Secrets haben wir schon und je mehr Secrets wir finden, desto besser eigentlich. Oh Gott, hier müssen wir vorsichtig sein. Weil wenn wir nicht mehr viele Secrets haben, bedeutet das, dass mit dem Secret Level so ein bisschen mehr kann man immer so ein bisschen abschätzen. Ah, das nächste Secret könnte das Secret Exit sein, weil das halt höchstwahrscheinlich in so einem Secret-Ding ist. Nehme ich mal schwer an. Und wenn wir jetzt 2 Secrets haben, wo eigentlich keine Optionen mehr offen lassen, kann man eigentlich davon ausgehen, dass in den nächsten 4 dann irgendwo das Secret-Exit sein dürfte. Ihr versteht, was ich damit sagen will. Denn hier geht's ja, glaube ich, mal nicht irgendwie noch weiter rein, oder? Nee. Und da hinten, denke ich mal, oh, geht's bestimmt auch nicht hier oben rein. Wir können also dann gucken, ob wir dann da irgendwie was finden in den restlichen Secrets. Jetzt tue ich erstmal speichern. So. Sehr schön für die Munition wieder. Richtig toll. Der hätte mich eventuell fast erwischt, aber zum Glück bin ich ganz gut darin, auch in engen Räumen zu kämpfen. Jetzt muss ich hier aufpassen. Ich will ja nicht angeschossen werden. Macht Sinn. Weil das tut weh und weh tun ist nicht gut. Jedenfalls nicht, wenn es mir passiert. Wenn es den Monstern passiert, okay. Darüber lässt sich streiten. Boah, immer dieses Ding, ne? Da glaubt man immer, dass das ein Secret ist. Das war einfach nur gemein. Interessante Architektur hier. Oh Mann, verdammt, ich wollte jetzt eigentlich.
weiße Kiste. Und ein kleines Kistenlabyrinth wahrscheinlich. Aber ein ganz kleines. Wir müssen da wahrscheinlich hoch. Wie wir das anstellen, ist eigentlich auch sicherlich. The fuck? Warum hat... Na egal. Will ich gar nicht wissen, warum da auf einmal so ein Pink hier auf der Wand war. Komische Leute. Egal. Rote Karte, meins. Okay, da oben haben wir nichts mehr. Aha. Oh, wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, das Secret Level finde ich auf jeden Fall. Also damit dürfte ich das echt finden. Ah, hier war ich noch nicht. Das haben sie ja richtig geil gemacht mit den Türen. Dass da immer was aufgeht, wenn, je nachdem von wo man kommt. Einfach nur ein Effekt, so guck mal, das sieht cool aus, okay. Eine Sache möchte ich jetzt aber noch machen, bevor ich hier weggehe. Und zwar dahin. Oder auch nicht, weil es nicht aufgeht, jedenfalls nicht so ohne weiteres. So, jetzt machen wir. Sterb bitte. Dankeschön. Sehr freundlich. Ah, nice. Hä, was, was? So, jetzt mal gucken. Ich sehe hier doch was. So, der wird uns doch irgendwas bringen, bestimmt. Ich speichere mal am besten. Ich glaube mal eher nicht, oder? Oh doch, da hinten haben wir noch was. Ich würde mal sagen, läuft. Aber ich bin ganz gut durchgekommen hier. So, perfekt. Ist das das Secret Exit? Sieht mir ganz danach aus. Ja, aber noch nicht alles. Ich weiß ja nicht, kommen wir da so oft zurück. Ich speichere einfach mal. Ja, man kommt so oft zurück, wie man will. Weil wenn ich schon so eine Karte hab... ja, so eine Automap, meine ich. Dann dürfen die ganzen Viecher eigentlich keine Gnade von mir erwarten. Ich meine, wo kommen wir denn da hin? Ne? Ich meine... Hallo? Da sind noch genügend Gegner, die ich töten kann. Hä? Warum? Ich muss jetzt runter.
Vor allem sieht der Raum einfach viel zu interessant aus, wie dass ich ihn ignorieren könnte, denn habe ich schon auf der Map gesehen. Hier sieht nach einer Menge Spaß aus mit Dämonen. Gehen wir mal dahin. Toll. Aha. Boah, den habe ich übersehen. Richtig brutal gemein war das. Jetzt mal gucken, hat das vielleicht hier irgendwas aufgemacht? Das hat das hier aufgemacht, aber okay, das ist eigentlich total egal, weil da kommen wir sowieso hin. Aber hier waren wir noch nicht. Mist. Ich hätte früher reingehen müssen. Okay. Praktischerweise haben wir Dings bekommen. Plasma-Munition, ohne eine Plasma-Waffe zu haben. Vielleicht können wir den Umstand ja auch noch ändern. Ich meine, wenn hier Plasma-Munition liegt, dann könnte hier auch eine Plasma-Waffe liegen. Also so finde ich, das wäre das jedenfalls toll. Mist, aber egal, hat mich nur gestriffen, mehr oder weniger, das geht noch. Witzig irgendwie, dass mir nur noch zwei Secrets fehlen. Ich habe aber alle Gegner gekillt. Also ich sehe auf jeden Fall, ja doch, ich sehe, wo noch was fehlt. Wenn ich mal ganz kurz gucken. Komme ich hier runter? Nee, schade. Dann heißt es jetzt wohl oder übel mal nochmal zurück für mich. Denn, oh. Hier, da haben wir es ja schon, die Plasma-Gun. Und aus irgendeinem Grund nochmal eine Karte. Okay. Okay, das akzeptiere ich jetzt einfach mal. Und gehe. So, wo waren jetzt das nochmal? Wir waren hier. Gut, ich speichere nochmal, falls das doch nicht das Secret Exit sein sollte und das normale halt, aber ich denke mal, das, ist sehr unwahrscheinlich. Aber sicher ist sicher. So, perfekt. Es fehlen ein paar Secrets, aber ist ja eigentlich egal. Wir haben jetzt eine Plasma-Gun. Wir haben jetzt wahrscheinlich das Secret-Level gefunden. Ich würde mal sagen, das ist sehr erfolgreich verlaufenes Level. Kann man nicht mal sagen. Sieht man sich dann hoffentlich im Secret-Level wieder. Bis dann. Ciao.